Holztier. Wir haben ja in der vorherigen, nee, ich glaube in der davor. Sah aus wie Gesichter hier, gerade von weitem weg. Haben wir ja gesehen, wie da so Goldtore, irgendwelche Gold. Ich weiß nicht, ob das so Pipelines waren, so unter Wasser, oder ob das einfach nur so Goldgestänge war. Die scheinen hier das abgebaut zu haben, um sich darauf was zu bauen. Ne? Also haben das gleich weiterverarbeitet. Ob es denn hier auch so eine Schmelze gibt? Und so was? Taktisches Licht. Noch eins. Oh, ein Säcke. Pin hier einfach nur rum. Spritzfried? Ich glaube, der ist gar nicht da, ne? So, hier haben wir noch ein bisschen was. Was? Wieso? Warum? Okay. Ja, gut. Er macht das schon. Lass mal richtig gucken hier. Auch mal so die Ränder. Von da sind wir gekommen. Ich meine, wenn es irgendwo einen Hinweis gibt, da leuchtet ja auch meistens so ein Lämpchen hin, ne? Oder drauf sogar. Hier ist noch was. Das nehmen wir gerne. Spritzfried? Nö, das ist nicht da. Das sieht cool aus. So mit dem Licht. Nice. Was willst du denn hier? Hopp. Hey. Schnauze, ihr Kackviecher. Schnauze, hab ich gesagt. Ey. Bitte mir alle wieder runterkloppen. Kackviecher. Schnauze. Nicht gerade noch. Was liegt doch? Wo? Oh, da. Kackvieh. Schnauze. War zumindest nur ein Rüstungsding verloren. Ist nicht so schlimm, aber. Oh, die Pias. Achso. War hier noch was an der Seite? Ja, hier, guck mal. Yay. Blindenmuddy. Die Flinte, wo war die? Die war auf der 7? Nein. 6. Mal schauen, können wir nachladen? Ja, können wir. Klack, klack. Gut. Soweit es geht, machen wir mit Machete. Ach, hier kommen wir jetzt. Gut. Pillen haben wir wieder voll. Das ist sehr schön. Hat schon die ganze Zeit voll. Ich glaube, hier ist tatsächlich sonst nichts mehr, ne? Ja, hier sind wir gerade rumgegangen, glaube ich. Ja. Okay, also auf jeden Fall haben wir noch ein paar Sachen gefunden. Das sieht aus wie Gold hier, ne, in der Zeitschrift. Sind das die Mitarbeiter? Also, die Mitarbeiter schon, aber sind das die Goldgräber? Ja, aber wie Goldgräber sehen die nicht aus, ne? Moderne Goldgräber vielleicht. Ist das eine Waffe, was da ist? Ja, gut. Vielleicht finden wir das alles noch raus. Und warum ist er mit dem Gesicht hier hin? Ist das so ein bisschen Blair Witch-mäßig, ne? Dass der eine sich in der Ecke umdrehen muss, während der andere umgebracht wird? Oder die andere? Man weiß es nicht. Ich glaube, wir mussten hier lang, ne? Okay, nee, hier geht's wieder. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Ja, hier müssen wir lang, okay. Ich höre jetzt die ganze Zeit was schmatzen, ne? Oh, Alter, ich dachte, der bewegt sich gerade. Das war bestimmt Spritzfried, ne? Man kann euch aber nicht
irgendwie anschnetzeln, ne? Nee. Dass euch ein bisschen Uhren und Geld rausfällt. Ein bisschen Uhren vor allem. Kann man nichts sprengen? Nö, gut. Spritzfeld war hier auf jeden Fall fleißig am Machen. Geld. Wenn wir nichts finden, aber wir finden Geld. Das ist natürlich auch schon mal gut. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht mehr ran. Ja, doch, ein bisschen. So. Hier müssen wir auftauchen. Gut. Willst du mich verarschen? Unter Wasser? Was ist denn hier? Ist das jetzt hier so ein extra Ding? Ja, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Jetzt wird's spannend. Glaube ich. Hoffe ich. Alter, was haben wir denn hier Schönes? Pfeile, okay. Ein Haufen Geld und so. Aber was haben die hier mit dem Geld gebraucht? Ihr wollt. Geldwäscherei? Weil unter Wasser und so? Nee, das wurde ja denn hier versteckt, ne? Er hat das versteckt. Sag mal, Typ, was habt ihr gemacht? Schmeißt ihr hier den Pfeil am Kopf? Da drüben jetzt aber nicht nochmal weiter, ne? Nee. Okay, nee. Oh. Und eine Pfütze geschwommen. Gut. Ah, cool. Haben wir gefunden. So, dann schwimmen wir hier mal zurück. Das müssen die hier irgendwie ganz schnell runtergeschafft haben, ne? Irgendwie versteckt haben. Vielleicht vor dem mit dem silbernen Anzug. Ist da noch was? Nee. Sieht noch ein bisschen komisch aus. Gut. So. Du willst aufs Maul? Dann komm her. Spritzfried. Du alte Drecksau. Tat weh? Ich hoffe es doch. Oh, ey. Lass das. Er hat mich angespritzt. Muss mich noch duschen hier. Waschen. Ja, so. Aber es ging ganz gut, ne? Also klar, der hat uns zwar ein paar Mal gehittet, aber ging soweit ganz gut. Was willst du? Schnauze. So. Ich höre irgendwie was. Sich an wie Stimmen, wie als wenn sich da jemand unterhält. Wahrscheinlich ist es nur so einer mit so einem zugewachsenen Mund, der so macht, aber. Was wohl Subginia macht? Hier ist es nicht mehr. Wie ist das eigentlich mehr? Psst, sei ruhig. Die redet keiner. Na gut. So, hier ist aber. Nee, hier ist nichts. Da hinten ist was, ich sehe da Licht. Ach, das ist auch hier mit den. Mit der Schaufel, ne? Ja, ich erinnere mich. Wir sind ja gleich ganz viel Kackviecher. Lass mal kurz gucken. Ach, guck mal, wir können ja hier. Mal schauen, wie viele wir machen. Ja, wie viele können wir da machen hier? Machen wir gleich alle. So.
Was denn war die Dinger auch schon mal? Einen können wir denn noch, ne? Oder, nee, Quatsch, waren ja 15 Coins, ne? Ja, waren nur 15 Coins. Ruhig. Mit Glück. Ist auch nicht gleich alle verballern. Stimmt, Mollys können wir auch eigentlich noch machen. So. Ach ja, jetzt muss ich gerade wieder wechseln, dass ich das Feuerzeug habe, weil sonst denkt er, hey, bitte das schnell, du kannst ihn nicht anmachen. Spacko. Schön rennen, das blöde Viech, ne? Glaube ich. Hoffe ich. Müsste. Hey. Warte. Das brennt noch nicht. Du wartest. Ja. Ihr Kackviecher. Nauze gesucht. Ja. Ja, ich gehe schon. Warte mal. Das müssen wir anders regeln. Schnauze. So ruhig. Okay, warte mal. Das hält ein bisschen viel aus, das Viech. Da ist mir die Muni ein bisschen schade. Hätten wir nicht hier. Ja, wir haben hier Wasser. Guck mal. Kommt mal schwimmen. Komm. Komm fein. Kommt ihr? Das ist schön kaltes Wasser. Perfekt für euch. Ja, komm. Ja, los, komm. Ja, fein. Blöde Viecher. Warte mal, kann ich hier... Hör auf zu meckern, komm wieder rein hier. So, warte mal. Guck mal. Habe ich hier fein für dich. Nur für dich, guck mal. Guten Appetit. Brutzel. Scheiß Viech. Na gut, weil sie halt halb im Wasser steht. Das andere ist schon tot, ne? Ja, sieht gut aus. Das hat feuchte Füße gekriegt und ist gleich tot gewesen. So, ach komm, wir haben da noch zwei. Die heben wir uns aber auf, ne? Für Schlimmeres. Als die hier. So, trinken wir nochmal einen Schluck, ganz gemütlich, ne? Lassen die Leute ja erstmal warten. Halt den Sabbel, du blödes Viech. Ich nehme mal die Lampe hier, weil die ist besser. Damit ich was sehen kann. Schnauze. Schnauze, 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 Schnauze. Ja. Die lieber baden. Ja, so ist fein. Siehste. Ist doch fein gemacht. Das Kackviech. Das ist einmal Männlein und einmal Weiblein, ne? So wie das aussieht. Kann ich aus euch was rausschnetzeln? Also theoretisch ja, aber. Ich glaube, hier unter Wasser macht sich das nicht gut, ne? Nee, okay. Aber ich muss mir sowieso wieder eure Haut anziehen. Oh, kann ich mal. Hier, da kann ich. Siamesische Zwillinge. Ach, Ruderenten. Sind ja immer eine Menge Viecher gewesen, ne? So, haben wir wenigstens ein bisschen Rüstung wieder. Wer mault denn da hinten schon wieder rum? Ruhe. So, mal schauen, wie viele es sind. Geh's, dies. Ruhig.
Es geht tatsächlich, ne? Du warst da auch noch mit drin. Hey, warte. So. Ich möchte dahin. Ich will dahin, bitte. Was ist das für ein Komplex? Das muss ja, muss ein riesiger Vault sein. Schade, dass ich nicht auf die Karte gucken kann, wo wir sind. Wo sind wir in etwa? Ragt das in den Berg hinein? Na gut, dass hier nicht so viele Viecher sind, ne? Diesmal. Können wir uns hier ein bisschen in Ruhe umsehen? Außerdem, wer mault denn da noch so leise hinten rum? Unglaublich. So, hier kommt Licht aus. Was lang hier noch im Rampenlicht? So. Dein Licht geht aus, du gehst nach Haus. Ich will da runter. Komm schon. Will da hin. Und will da rein. Und will gucken. Und alles quatschen und so. So. Hier, komm. Damit du nicht heulst. Irgendwo jammert doch noch einer. Ich höre den doch. Hier oben wartet nicht, ne? Ne, hier geht's nicht rein. Ne, hier ist er. Sonst mehr. Hier geht's nur rum. Okay. Ih. Ja, gut. Wunsch zerschneiden. Also. Ach. Was machst du denn da? Hey. Soll ich dir helfen? Guck mal. Oh. Hi, was ist denn hier? Party oder was? Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht, ne? Wir haben Rüstung. Danke, dass ihr uns den Weg gezeigt habt. Ach. Doch. Ja komm, du kannst dich damit zulegen, aber das meinte ich nicht. Ich wollte hier ein bisschen... Hör doch auf. Will doch nur ein bisschen Poperzenfleisch rauskratzen. So. Aus dir auch. Und dann ziehe ich mir eure Poperzen an. Also. Platsch. Und hier noch? Da war noch einer, ne? Weiß gar nicht, wie viel da war da jetzt. Ey, ruhig. Bin ja mit denen eh noch nicht fertig. Ja, schlag mal später, weil ich muss hier erstmal deine Kollegen ausziehen. Schnauze. Oh, das war der Kopf. Huch. Gut. Wir haben schönes Poperzenfleisch zum Anziehen auf jeden Fall. Könnten uns eigentlich auch mal wieder Knochenrüstung machen, ne? Ich finde es ein bisschen schade, dass die andere Kleidung dann abgelegt wird, ne? Hier waren wir, glaube ich, wirklich noch nicht, ne? Wo? Da. Hi. Komm mal her, ich helfe dir. Bitte schön. Senden sie noch. Ach hier, ach da, ach guck mal. Das macht er aber schön. So. Einfach mal in die Stalagmiten oder Stalaktiten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab das schon wieder vergessen. Schnauze. Puh. Hopp. Hey. Meine Rüstung. Ja, passt mal auf damit. Das ist eure sehr hart erarbeitete Properzenhaut. Dann los mit euch. Alter, wie viele? Beruhigt euch.
Wir haben schon fast die Anschmer. So, gehen wir hier hin. Wenn er einzeln kommt, ist kein Problem. Seid ihr dumm, ey. Klar, versucht doch alle gleichzeitig durch. Trottel. Da. Guck mal hier. Spielt mal damit. Wie? Nimmt sie mich fast mit und die überlebende einfach. Oh, Puperzenfleisch. Oh, nee, nein. Halt, weg. So, ich will hier, ich mach die Schmesser. Ja. So. Bisschen Brustfleisch, ein bisschen Rückenspeck. Oder Puperzenfleisch, mal gucken. Ziehen wir uns eine schöne Rosette über der Hand. Und über der Beine. Und über dem Kopf. Okay, stopp. Ich glaube, wenn es zu spät ist, dann habe ich nur noch blöde Gedanken. Vor allem, ich stelle mir auch sowas gleich bildlich vor, ne? Das ist jetzt schlimmer. Setz mich mal ordentlich hin. Damit ihr mich überhaupt noch erkennen könnt. So. Obwohl das nicht so wichtig ist, ne? Aber ja. Was? Habe ich gerade Geld gekriegt? Von wem? Dankeschön. Auch hier. Die Haut klappert so, klar. Die haben Geld gegessen und das ist jetzt ein Geldsack quasi, den wir uns angezogen haben. Wir müssen gleich was essen. Noch mehr Haut irgendwie liegen lassen? Nee, ne? Ich glaube, das war's jetzt. Gut. Dann eaten wir mal kurz. Hier. Hier sind ein paar Cornflakes-Dinger da. Oh, diese Ringe, ne? Die habe ich auch damals gerne gegessen. Diese, wie hießen die? Fruit Loops oder so? Boah, geil. Habe ich auch manchmal so gegessen, ne? Mega. Oder diese Nougat-Kissen. Oh, lecker Nougat-Kissen. Die habe ich auch manchmal ohne Milch gegessen. Einfach so geknabbert am Abend. Hm, was haben wir hier? Ein paar Pakete. Mit Stoff drin und Katzenfutter, geil. Katzenfutter, beste. Also obwohl, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr der beste, aber ist immer noch sehr gut. Ja, sehr gut. So, aber sag nicht, dass das jetzt hier zu Ende ist und dass wir dann wieder zurück müssen. Ich will hier weiter. Alter, ich will hier weiter. Manu, guck mal. Da ist doch eine Puperze. Eine... Ich will damit meinen Puperzen die ganze Zeit. Ich will da rein. Mich hier durch. Ist auch kein Springsymbol, ne? Verdammt. Alles, alles. Das haben die Leute hier verteidigt. Ein bisschen Katzenfutter und Seile. Und ihre eigene Puperzenhaut natürlich, aber... Ist alles? Hör auf. Ich will hier irgendein krasses Secret finden, bitte. So, wie sieht so eine Tür, die wir endlich mal mit Virginias Karte öffnen, ich meine Subginias Karte öffnen können. Ach man, oh. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Finde ich jetzt doof. Und so mit Aufspringen, glaube ich, geht hier noch gar nichts, ne? Geh nochmal lang. Hier ist noch eine Kiste. Geil. Auf. Katzenfutter und Stoff. Geil. Jetzt hat sich sie lohnt. Ach Mann, ey. Oder übersehe ich hier was? Stimmt es gleich Licht aus, weil wir keine Taschenlampe, keine Taschenlampen mehr haben, ja. Weil wir keine Batterien mehr haben. Okay, wird immer schwächer. Schauen, ob wir noch eine Batterie haben. Nee, sieht nicht so aus.
Ja. Ne? Das war denn wohl mit der Taschenlampe. Dann nehmen wir mal das Feuerzeug wieder hin. Das Jute. Ist hier oben was? Nee. Da oben ist auch nichts. Die Höhle sieht gleich nochmal anders aus, ne? Mit dem Licht. Kann doch nicht sein. Mann, oh. Dachte, hier geht es jetzt irgendwie specialmäßig weiter. Na gut, gehen wir wieder zurück. Dann geht es hier noch weiter? Nee. Ich glaube, wir können hier nur durchgucken, ne? Ja, okay. Komm da nicht durch, ich bin so fett. Ich glaube, wir kommen hier einfach nur da wieder raus oder wären hier rausgekommen. Stimmt. In der Höhle am Strand. Da war doch auch noch so eine Stelle. Also da gab es ja eine Gabelung und wenn du nach rechts gegangen bist, dann bist du ja auch hinter tausende Typen gefühlt. Bist ja dann auch da zu irgend so ein, naja, eine Wand gekommen. Wo du so ein bisschen durchgucken konntest, da wo so ein Spalt war, da wo so ein Blob hinter war. Es ist nur die Frage, war das vielleicht das, wo wir schon drin waren? Wo wir schon gegen den dicken, ja, gekämpft haben, weil gegen ihn nicht. Was machen denn hier unter Wasser Fledermäuse? Ja, wo wir schon waren? Das weiß ich natürlich nicht. Ach man, oh. Hier, Uhren? Aber die können wir nicht aufheben, ne? Nee. Da strahlen uns nur so ein bisschen die Ziffernblätter an. Gut. Versuche hier trotzdem mal so ein bisschen die Augen aufzuhalten, ob hier, also links und rechts, ob da irgendwie so ein Spalt nochmal ist, wo man reinkriechen kann. Das klingt falsch. Und ich rutsche schon wieder runter, merke ich gerade. Und ich trinke mal kurz einen Schluck, warte mal. Die Höhle müsste jetzt einigermaßen ruhig sein. Ja, hier haben wir uns ja eigentlich schon ziemlich gründlich umgeschaut. Hier war ja eigentlich nichts weiter. Also was heißt nichts weiter? Also es ist eine Menge schon hier gewesen, aber... Oh, juckt. Kennt ihr das, wenn das Ohr so bestialisch juckt, dass es gleich so durch den ganzen Körper geht und ihr Gänsehaut kriegt und alles und euch schütteln müsst, fast? Du hast Hunger, du hast Durst, nee. Da oben hängt keine Wurst. Meine Wurst hängt im Bett, also in seinem Bett. Nicht in meinem. Wir kriegen die Erleuchtung. Glaube ich. Sind Knochen hier, ne? Ja. Ist ja ein Ding. Spritzfred hatte wohl Hunger. Knochen und Gold. Goldknochen? Den alten nehme ich euch mal. So, lass mal gucken. Wir können hier auf jeden Fall erstmal was eaten. Und finden wir noch mehr durch, das ist kein Problem. Dann können wir hier natürlich gleich hinterher trinken. Gluck. Komm, den nehmen wir auch noch. Den nehme ich mir. So, weg damit. Einfach irgendwo hingeschmissen, ist ja egal. Stört keinen. Hier ist, glaube ich, das Ding, ja, da wo wir tauchen, ne? Da wo wir dann rauskommen.
wo der Typ mit dem Geldkoffer war.